Mit Sights in VR kann ich mir Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmäler auf der ganzen Welt in virtueller Realität, also auch über eine VR-Brille anschauen. Kann es aber natürlich auch ohne machen. Zuerst mal habe ich hier eine thematische Anordnung. Ich kann jetzt auf Space gehen und mir, weiß ich nicht, Mars Exploration und dann Pathfinder Lander. Das Prinzip ist immer dasselbe. Er lädt mir ein 3D-Bild runter, beziehungsweise ein VR-Bild, ein 360-Grad-Bild, das ich hier frei drehen kann. Genau, gehen wir mal woanders hin. Ich möchte gerne mal nach Stadt gehen. Bayern gilt hier als Stadt. Und mir Neuschwanstein anschauen, und zwar hier den Hof. Dann lädt er wieder runter. Und jetzt sieht man auch gleich, dass es eigentlich eine ganz schöne Geschichte gibt. Ich kann hier einerseits natürlich rumgucken, aber man hat auch gesehen, hier oben, da kann ich den nächsten Punkt ansteuern. Dann wird da reingezoomt und dann habe ich hier eine Ansicht von außen. Kann ich auch wieder zurückgehen. Alles klar. Man sieht auch, dass er jedes Mal lädt. Das heißt, dass es nur in den Zwischenspeicher lädt und nicht meinen ganzen Speicherplatz voll spammt. Wenn ich das jetzt in VR anschauen will, dann tippe ich einmal und klicke oben auf das Cardboard-Symbol. Und dann funktioniert die Geschichte einfach nur durch hin und her bewegen. Möchte ich wieder raus, einmal tippen und unten auf das Cardboard-Symbol. Und so ist das eine ganz schöne Geschichte, um irgendwelche Denkmäler und Sehenswürdigkeiten zu erkunden, auch wenn man nicht hingehen kann. Wenn es euch gefällt, lasst doch einen Klick da. Und abonniert. Die Beschreibung sagt euch, wo ihr die App erhalten könnt.